Hallo YouTube, hallo Freunde des Displays. Ich hab dir schon ein kleines Päckchen geschickt. Wohin? Oh, ich wirst sehen. Willkommen zur 31. Folge von Watch Dogs. Die letzte Folge habe ich genau an dieser Stelle beendet. Um hier dem Gefängnisausbruch alle Zeit geben zu können, die er benötigt. Da ich noch nicht weiß, was auf mich zukommt, wollte ich die Folge jetzt nicht unbedingt eine Stunde lang machen. Deswegen hier eben diese kleine Pause drin. Ah, wir sind wieder vollkommen ausgestattet. Das ist gut, das ist gut. Achtung an alle Einheiten. Der Verdächtige wurde gesichtet. Jawohl. Da machen wir hier mal einen kleinen Gemcom noch mit drin. Sehr schön. Dann kannst du richtig Rambazamba geben hier. Hier darf ich anscheinend nicht raus. Hier komme ich rein. Da muss man ein bisschen Audiomaterial an. Meine Aufgabe lautet: Wähle Bürgermeister Rushmore. Kein Scheiß. Für Plums Geschäftsmodell ist es wichtig, dass das Wiesel wiedergewählt wird. Also, alle an Bord des Rushmore-Zuges. Scheiße, hört euch das mal an. Wenn es Ihnen wie mir geht, haben Sie genug von Angebern und Prahlern. Wir befinden uns an einem Scheideweg. Ein Weg führt in den wirtschaftlichen und sozialen Ruin. Auf dem anderen läuten Sie mit mir ein neues Zeitalter für Chicago ein. Ja, klar doch. Umbringen möchte ich die jetzt eigentlich ziemlich ungerne. So, soweit so gut. Das war nicht gut. Versuchen wir das mal auf die ganz dreiste Art. Ja, habe ich verstanden. Das ist dann doch ein bisschen zu offensichtlich. Ich hasse diese Abfahrten in diesen Parkhäusern. Das ist mit dem Arcade-Fahrmodell einfach schwierig. Nichts lieber als das. Das war suboptimal. Ich hätte vielleicht die Tür zumachen müssen. Aua. Du brauchst hier
Okay. Ein Hochleistungswagen wurde dem Verdächtigen hinterhergeschickt. Der Bulle springt aus dem Auto und fliegt dabei ordentlich aufs Maul. Das sehe ich leider auch so. Eine Sekunde noch. Entschuldigung. Meine Identität ist sicher. Jetzt zu Linas Mördern. Ich will den Verantwortlichen. Demian schwafelte von einem zweiten Hacker. Jemand, der auch im Mello war. Ich muss herausfinden, was Demian weiß. Aber das war doch geil, oder? Fährst hier in die Tiefgarage, die Bullen stehen direkt vor deiner Nase, nur weil die Zeit abgelaufen ist, lassen sie es dann bleiben. So, ein Viertel des Spiels haben wir schon hinter uns. Bei 30 Folgen. Aiden, das war ein sehr unschönes Treffen. Immerhin lebst du. Wir waren mal Freunde. Ich hab dir so viel beigebracht. Sieh dich an, du bist ein super Hacker. Bist du das in den Nachrichten? Der Rächer? Du erwähntest deinen zweiten Hacker bei Melojo. Aber wir wussten schon, dass es noch einen gab. Du hast also was Neues. Spannend, oder? Komm, triff mich und ich erklär's. Erzähl's mir. Dann treffen wir uns vielleicht. Oh nein. Meine Information, meine Regeln. Außerdem müssen wir das letzte Mal wieder gut machen. Ich bin aufgeregt, Aiden. Komm bald. So, so. Wir nehmen uns einfach mal einen Fixauftrag vor. Story hatten wir jetzt. Auf unseren Straßen herumtreibt, möchten wir eine Expertenmeinung. Dr. Diana Bertrand ist eine Kriminalpsychologin aus New York. Doktor, was halten Sie von dem Rächer? Klassischer Heldenkomplex. Und die Medien stärken seinen Wahn nur. Sie geben ihm einen Spitznamen, berichten ausführlich über jede seiner Aktionen und das gibt ihm natürlich Kraft. Er hat einzig und alleine das Interesse, sich selbst zu helfen. Diese Person ist egoistisch, vielleicht auch narzisstisch. Sein Glaube, dass er die Stadt besser von Kriminalität befreien kann als gut trainierte Profis, wird nur dazu führen, dass jemand ernsthaft verletzt oder gar getötet wird. Was braucht es denn, aufzuhalten? Inhaftierung. Ja. Hat man ja gesehen, wie gut das mit der Inhaftierung funktioniert hat, ne? Wir waren innerhalb von wenigen Minuten wieder draußen. Ich muss sie nur finden und eliminieren. Hoffentlich erwische ich sie unvorbereitet. Wollt ihr mich verarschen, oder was? Jetzt wurde es gerade irgendwie ein bisschen hinter mir. Das mit dem Neutralisieren hat nicht geklappt. War ja offensichtlich. Jetzt trennen sie sich auch noch. Das ist nicht gut. Das gibt nämlich gleich wieder Knatsch. Dass ich irgendein Ziel verliere. Zentrale, welches Problem liegt vor?
Immerhin heißt es hier nicht niederschlagen oder sonst wie ausschalten, sondern einfach nur ausschalten. Geht doch. Nachdem wir das geklärt haben, haben wir hier noch ein dann jetzt ein Konvoi. Ach, auch egal. Konvoi macht genauso viel Laune. Brauchen wir nur mal eben ein Auto. Der Kerl hat eine Grenze überschritten und muss die Konsequenzen tragen. Er kommt gerade von einem Überfall. Noch kann ich ihn stoppen, bevor er entkommt. Und niederschlagen. Eliminieren Sie das Ziel. Das heißt ja grundsätzlich alles Mögliche. Das würde auch bedeuten, dass ich ihn mal eben locker über den Haufen schießen darf. Bah, okay. Also die Gegner werden mit zunehmender Story-Entwicklung ein bisschen aggressiver. Ein bisschen. Jetzt habe ich hier noch nicht mal ein Auto stehen. Was soll denn das für eine Nummer werden? Danke. Ich brauche nämlich mal dein Auto. Auch wenn es den Ruf gerade nicht bekommt, aber das ist mir jetzt wurscht. Ach, verfluchte Nummer. Der Ruf hat übrigens keinen Schaden gemacht. Gerade ist gut. Ja, also seit wir da unten in dem Keller mit dem Fuzzi zu tun hatten, mit diesem schwer gepanzerten, haben wir das Vergnügen nun also auch hier. Das finde ich gar nicht so schön. Also müssen wir mit was anderem daran. Ich brauche erstmal noch ein Auto. Vielleicht auch eins, das ich Auto nennen darf. Ich darf doch mal, ne? Toll, also ich darf mich mit dem anlegen und zudem die Zielperson nicht aus dem Augen verlieren. Es ist
Difficulty, Difficulty. Wirklich nicht so einfach. Ja. Na super. Bring sie mich an! Sauber eingeparkt, meine Herren. So, Fluchtauto gleich in der richtigen Richtung parken. Aber finde ich gut, dass sich die Gegner auch so ein bisschen weiterentwickeln bei den ganz normalen Aufträgen, je nachdem, wie wir in der Story gediegen sind. Ich denke mal, wir nehmen den Weg. Töte die Verfolger. Der Ansatz war nicht verkehrt. Der Ansatz war nicht verkehrt, erst den Geldtransporter ausschalten und dann den Rest. Ich hätte es vielleicht dann doch beim Fliehen belassen sollen, aber das ist ja nicht so das Richtige. Also ein bisschen Ballaballa am Abend. Denke ich mal ganz in Ordnung. So, dann verkriechen wir uns mal hier hinter dem Auto. Packen die Wumme aus. Und warten mal darauf, dass hier irgendwer ankommt. Die Durchschlagskraft ist übrigens nicht so wirklich überzeugend von dem Teil. Ja, du solltest vielleicht die Deckung so suchen, dass du nicht direkt vor den Gegnern stehst. Die wissen genau, wo sie hinzuwerfen haben. Ist klar. Fängt den Wichser ab!
Schreibt ihn ab, Leute! Er rennt weg! Wie, das war's? Das kann doch nicht sein. Der Große fehlt doch noch. Oder habe ich den schon? Notrufzentrale, worum handelt es sich? Hallo? Ich glaube, ich brauche mal wieder ein paar Elektronikbauteile. Wegstecken, einsteigen und auf der Karte einen Pfandleihhaus suchen. Was bist du? Ach, Erinnerung brauche ich nicht. Pfandleihhaus, haben wir sowas? Medizinisches, Explosive. Na, versuchen wir es mal da. Fahre ich durch meine eigene Granate. Ich bin auch ein Held. Okay. Vier Fähigkeiten haben wir. Nein, schon wieder die falsche Taste. Die sollte es werden. Ja, du hast überlebt, leider. Deswegen bist du der Lucky Queen. Hey. Suchst du irgendwas? Recht eng hier. Ah, hier steht dann auch, was verkauft wird, okay. Ja. Gut. Dann können wir mal eben hier. Na gut. Wie geht's denn? Brauchst du was? Dann bis später. Ah, es fehlen noch diese Komponenten für die Einmal-Hex. Ach, das ist doch ein Müll. Ach, Mann. Die kann man ja auch leider nicht auf der Straße kaufen, nicht? Dann machen wir hier noch den Fixauftrag und dann denke ich, war es das auch für heute. Hat einer von euch einen Schlüssel? Nein, na gut. Ein paar Fixer brauchen eine Ablenkung. Ich locke die Cops raus und spiele den Köder. Klingt nach einem sauberen Job. Na, das kennen wir doch, das Thema. Das ist eigentlich meist ganz lustig. Solange es sich hier nicht um ein Zweirad handelt. Denn dann, naja, lassen wir das. Danke, genau das brauchen wir.
Noch ein paar mehr davon, wenn es recht ist. So, und ab die wilde Fahrt. Ich wollte gerade schon fragen, heute mal ohne Zeitlimit, aber nein. Das wäre jetzt so einfach. Scheiße. Eine verfahrene Situation. Für den haben wir, glaube ich, einen Platten. Bei unserem Versteck. Und voll gegen die Wand. War ja klar. Hier erwarten uns auch schon die werten Freunde in Blau. Warum fackeln die eigentlich dabei immer ab und ich nicht? Die Scheiße. Die Fahrbarkeit war deutlich besser als... noch alle vier Reifen intakt waren. Wieder Zivilisten getötet. Ich muss meinen Ruf dringend wieder aufpolieren, denn es sind einfach zu viele Missgeschicke passiert in letzter Zeit. Hälfte der Fixaufträge haben wir durch, jawohl. So, und damit suchen wir uns noch das nächstgelegene Versteck. Wieso auch immer ich noch in der Verfolgung bin. Ich wüsste nichts von der Verfolgung. Das Auto ist, glaube ich, gerade ziemlich hinüber. Eine Streife hat bereits die Verfolgung aufgenommen. Wir haben Fahrzeug des Verdächtigen gefunden. Es ist leer. Sieht schon jemand in den Nebenstraßen nach? Ein bisschen dunkel. Ah ja. Licht wird natürlich hier stilecht per Smartphone angemacht. Warum auch nicht? Verbrechen erkannt, damit fangen wir die nächste Folge dann an. Aber für heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Euer Swordy.